Oh, der wird ausgegeben. 30 beide. Dicke, dicke Chance für Peer, hier auf zwei Breakbälle zu kommen. Nur man muss das Wort Breakbälle nicht überbewerten in dieser Partie. Da ist eigentlich jedes Spiel gleich. Egal, ob die eine serviert oder nicht, zumindest in diesem dritten Satz. Peer ist mutiger. Ist mutiger und wird belohnt. Golovin wartet nur oder versucht nur auf den Fehler der anderen zu warten und das reicht dann eben nicht. Somit also, und das ist keine Überraschung, nach 2 Stunden 43 kein Matchball, sondern ein Breakball zu 5 beide. Und Tiebreak gibt es ja nicht in diesem entscheidenden. Natürlich Riesenchance. Schaut rüber zu ihrem Trainer Odette Teig. Beide mit sehr viel Spin, um das Spiel ein bisschen sicherer zu gestalten. Klasse, gut geöffnet. Und sie ist oftmals die Erste, die dann wirklich was wagt, den Schuss die Linie entlang. Wieder so eine lange Rallye. Hat immer sehr früh trainiert hier auf der Anlage, zusammen mit ihrem Trainer. Also manchmal war die schon 8 Uhr, 8.30 Uhr am Start. Die meisten beginnen so 9 Uhr in der ersten Woche, sowieso ein Getümmel sondergleichen. Das wird dann in der zweiten Woche zu Beginn nicht anders sein. Da kommen die Juniors, aber dann so ab Dienstag, Mittwoch, da leert sich's merklich. Und am letzten Wochenende ist hier fast Totenstille morgens auf den Plätzen. Wieder den Breakball abgewehrt. Golovin hat insgesamt zarte 8 Punkte mehr gemacht im Verlauf dieser 2 Stunden 45 Minuten. Sehr guter Aufschlag. 6 Asse hat sie serviert. Aber das war zu einem früheren Zeitpunkt. Das Match hat sie einen Schläger gekostet, dafür gibt es auch eine Geldstrafe, weil es eine Verwarnung gab. Aber ist alles wurscht, wenn sie das jetzt nach Hause bringt. Hier 2:46 absolviert, Matchball Tatjana, genannt Tati Golovin. Alles passend zur Partie. Oh,
Das ist gut. Oh, jetzt hat sie Mut. Jetzt rückt sie mal nach. Doch nicht richtig. Und dann der Fehler. Das ist eine Zitterpartie. Sie hatte Angst, den Volley zu spielen, denn normalerweise war der Vorhand Longline richtig gut. Es gibt kaum einen Ball, den sie hier nicht erläuft. Nächste Breakchance zum 5-5. Mark Wellington, ihr Coach, der jetzt auf ihrer Seite sitzt, da ganz in der Nähe, der ruft immer wieder rein, komm, sei mutig, spiel aggressiv. Das sagt sich so leicht nach fast 2 Stunden, 50 Minuten. Es geht um eine Menge. Einzug in die vierte Runde, wäre für beide ein klasse Erfolg, sind ja beide bei diesem Turnier gesetzt. Pierre an 16, Golovin an Position 20. Nächste Gegnerin steht fest. Ehemalige US Open-Siegerin Svetlana Kuznetsova, die an 3 Gesetzte wartet schon, hat sich heute gegen Kirilenko durchgesetzt. Und jetzt der nächste Matchball für Golovin. Das ist sensationell. Aber Wunder tut's mich nicht. Yes. Als sie begann mit dem Tennissport, sehr, sehr ehrgeizig. Sharapea. Damals sehr viel gegen Jungs gespielt, die 2, 3 Jahre älter waren. Da gab es heiße Wortgefechte. Sie hat wieder einen Breakball zum 5-5. Und diesmal nutzt sie den. Mutig. Das ist ihre kleine Fankolonie, ich habe es gesagt, ein paar Freunde sind da. Sie hatte ja erst gehofft, dass sie auf dem noch etwas größeren Court angesetzt wird, in der Margaret Court Arena, die ja genauso wie der Hauptplatz nach einer Tennisberühmtheit benannt ist, die Rod Laver Arena. Einst The Rocket. Ausnahmespieler, Linkshänder, grandioser Fighter und Ästhet auf allen Belegen. 2-mal Grand Slam Gewinner. 5 beide. Zittriger wirkt die andere. Tatjana Golovin, auch schon unter den Top 20 vertreten, im April 2005. Oh.
Bisschen Verzweiflung schon zu erkennen bei Tatjana Golovin. Die große Chancen hat, die gleich wieder in Führung ging in diesem Satz, die dann mehrere Breakbälle vergab, bei eigenem Aufschlag wieder hochführte mit 40-15. Auch das Spiel verlor, Matchbälle vergeben hat. Momentan die andere. Vor allen Dingen mental oben auf. Nicht zu fassen. Was für ein Fehler. Aber das ist Unsicherheit. Das sind die Nerven, ist doch ganz klar. Somit also jetzt plötzlich wieder die Führung für Shahapair. So, und ich höre, wir gehen zurück in die Vodafone Arena, um mal zu schauen, wie es da aussieht. Ja, dürfte so Anfang des dritten Satzes sein, Klicky. Genau, Matthias. Wir sind im vierten Spiel des dritten Satzes. Hier ist bislang alles on serve. Es ist sowas wie eine Abtastphase. Und wir müssen mal sehen, in welche Richtung dieser dritte Satz und dieses dritte Match dann gehen. Das war das 2-2, also viermal ist aufgeschlagen worden. Jedes Mal hat der Aufschläger sein Service durchgebracht. Und wir haben Zeit, uns die entscheidende Phase auf Shortcourt Nummer 3 anzusehen. Du bist ja ein Mann für die langen Matches, Matthias. Na, da höre ich aber so ein bisschen Schadenfreude raus. 6-5 für Pär und Golovin schlägt auf. Das war zuletzt kein Vorteil, ganz im Gegenteil. Die Israelin ist einfach mehr da. Die steht näher an der Grundlinie, die andere reagiert nur noch. Und vor allen Dingen hat sie die abgewehrten Matchbälle im Rücken. Und das gibt alles Selbstsicherheit in dieser so entscheidenden Phase. Ausgerutscht. Das hat aber Golovin ein bisschen irritiert. Und jetzt geht es langsam dahin. Für die Französin mit dem russischen Namen. Kein Wunder. Familie eigentlich in Moskau ansässig, dann relativ früh nach Lyon abgewandert. Aber Golovin mittlerweile mehr eine Amerikanerin. Also wenn sie dieses Match gewinnt, dann muss man sagen, hat sie es auch absolut verdient. Denn dann ist sie belohnt worden für dann doch mehr Mut in diesen kniffligen Situationen. Zwei Matchbälle jetzt für Pär. Sie wird vor allen Dingen Tatjana Golovin zu knabbern haben. Das ist doch völlig klar. In drei Sätzen gewinnt die an 16 gesetzte Shahapair hier nach fast drei Stunden. 2 Stunden 57 hat es gedauert und somit kommt es jetzt zum Aufeinandertreffen mit Svetlana Kuznetsova. Das ist eine ganz andere Partie, denn die ist doch ein Tick aggressiver als Golovin, die in der entscheidenden Phase ihr Spiel einfach nicht zusammenbrachte, die schon im zweiten Satz hätte davonziehen müssen. Aber mein Gott,
Dafür ist Tennis ja so spannend. Sie also hat gewonnen.